Herzliches Willkommen in S4 in der vierten Season von 7 Days to Die in der Alpha 11. Und mit mir zusammen bestreiten heute der Herr Delfino. Hallo. Der Herr Ufermann. Hallo. Und die Frau Darkseid. Guten Tag. Die Apokalypse. Ja, so. Apokalypse. Oh, Delfino ist südlich von mir. Ja, du bist nördlich. Ich hab dich auch schon an der Liste. Sehr schön, dann treffen wir uns mal und gehen dann weiter zu Uwe und zur Darkseid. Mhm. Ja, der kann das nicht mehr abholen. Komm, steh auf dem Dach. Uwe, mach doch mal eine Heldentat und hol die Frau ab. Ich weiß ja nicht, wo die ist. Ich sehe sie auf meiner Karte nicht. Die hat gesagt, sie ist ganz in deiner Nähe. Ja. Echt? Sie sieht mich schon? Ich bin im Westen. In der Stadt. Von mir aus im Westen. In der Stadt. Die Stadt ist schon mal gut. Okay, ja. Ist die Richtung ja, endlich. Können wir ja gleich unser erstes Haus bauen. Ich baue es, Quatsch. Unterkunft. Lieberpo. Genau, erstmal für die erste Nacht irgendwas suchen. Das hier sieht aber krass aus. War das mal eine Brücke? Bist du da oben, Delfino? Nö. Ich bin unten. Ach, das ist ein Zombie. Hier, komm mal runter. Alter, krass, hier schwebt vor allem eine Brücke, ist das krass. Oh, er ist doch runtergekommen. Oh, ich höre Zombies. Das ist nicht gut. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt noch mehr Zombies. Das ist ja hier voll die Gegend Zombies. Hallo, welche Schwierigkeitsstufe hast du eingestellt? Die normale. Adventure? Nein, ganz normal. Survival? Wie immer. Wie immer, die wie immer Stufe. Ja, wie immer. Wie immer voll mit Naja, Zombies. Dadurch, dass die. Genau, die Alpha 11 ist ja ein bisschen anspruchsvoller geworden. Oh ja, schwerer. Ah, genau, da bin ich jetzt auch da. Da ist diese komische Brücke. Auf der anderen Seite. Noch mehr Zombies. Natürlich müssen Schwein. Ja, die rennen hier überall. Oh, die sind unter Wasser, die Typen. Ah, sehr gut. Die sind unter mir im Wasser schon, die Zombies. Also Baumwolle ist wichtig, Steine sind wichtig, Gras ist alles wichtig. Na, ich hab gar nichts. Oh, hallo Delfino. Meine einzige Waffe ist die hier. So, warte mal. Ach, die Grafik ist so schön. Oh ja, die haben sie durchaus... sieht gut aus. Mit den Bäumen und so weiter. Ja. Kannst du nicht meckern. So, Delfino hier für dich. Aber genug Zeit. Da kommt schon der Erste wieder. Kaffeebohnen. Wie kommt der Erste? Wo kommt der Erste? Aus dem Fluss kommt der erste Zombie raus. Achso, Sekunde. Da war ja der ganze Armada. Delfino, du siehst doch schon wieder Gespenster. Nö. Keine Gespenster. Zombies, ist noch schlimmer. Richtig. Delfino, wir müssen mal wieder Rust aufnehmen. Jo, auf jeden Fall. Hat doch schon eine Anfrage gehabt, wenn es weitergeht. So, wir müssen im Westen. Da kommt so ein Trainingstyp. Ein Trainingstyp? Trainingstyple! Und hinter dir kommt der. Unter mir? Ah, beim Shadow, da kommt die Frau. Bei mir ist überhaupt kein Monster. Die haben Angst, die denken, ich bin auch ein Zombie. Wahrscheinlich. Wegen meinem Alter. Meinst? Weiß nicht. Die Witze sind ja heute wieder relativ flach. Ey, komm hör auf, diese Idiot. Wir müssen uns erst wieder reinfinden. Genau, man hat ja schon wieder monatelang nicht mehr zocken genau, zusammen. Genau, für den neue Alpha braucht man überarbeitete Witze. Ja, genau. So, Delfino, du bist schon mal sicher, ich habe einen Bogen. Alpha ist ein Bogen? Gut. Dann bring mal alle um, die da hinter uns nachrennen. Und ein Zombie. Ach, hinter uns stört mich eigentlich nicht, wir sind schnell genug zu Fuß. Meinst? Ja, doch. Die vor uns mache ich mir eher Gedanken. So, hast du auch ein Uwe getrackt? Nö, ich renn dir einfach nach. Achso.
Tja, du erklär mir doch mal kurz, was ist denn nochmal dieser Würfel? Das ist dieser Schutzblock auf Servern, dass da keiner dein Gebäude zum Beispiel zerstören kann. Ach, ein Claim? Ja. Richtig. Ah, okay. Braucht man hier aber nicht wirklich. Nee. Außer jeder will sein eigenes Haus bauen. Nee. Und selbst wenn, wir sind ja gute Nachbarn. Gute Nachbarn? Ja. Da geht man einfach mal vorbei. So, ich würde sagen, wir bleiben erstmal diesseits. Auf jeden Fall. So, schnell weg hier. Greif mich schon an. Komm man schon? Ich hab dir gar nichts getan. Das sagst du immer. Und du schließt. Ach je. Schon mal voraus. Gott sei Dank hab ich eine Mute-Taste. Oh, ich will nicht rausschneiden. Das sind uns die Ohren erstmal voll weggeblasen. Na, auf jeden Fall vorne rin und hinten raus. Da hat sogar sehr viel nur gelacht. Ja, die Witze waren wieder besser. Ja. Ah, guck mal da. Oh. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Nein! Was ist los? Ist schon wer tot? Gott, ich bin irgendwie so einen ursten Abhang runtergestürzt und hab mir ein Bein gebrochen. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Ja, wirklich. Und überall sind Zombies, nein. Tja. Warum helft ihr nicht? Das ist doch jedes Mal das Gleiche. Hilfe! Also wir machen uns jetzt zumindest schon mal auf den Weg in deine Richtung, ja? Also das möchte ich hoch anhonoriert haben. Ja, genau. Ja, bitte. Helft mir. Achso, ja. Du läufst vor Darkseid davon, sagt sie gerade. Was? Nein. Hinter mir sind Zombies. Ich sehe hier kein Darkseid. Kommt wer? Darkseid of the Moon. Ah, da unten. Krankenschwester. Ich glaube aber nicht, dass sie mich jagt. Man müsste sich als Avatar einen Zombie aussuchen können, dann würden die Freunde gar nicht wissen, dass man Mann ist. Dass man wer ist. Uwe, du sollst mal schnell bleiben. Ich hab doch eben geguckt, da sind nur Zombies, ich muss doch vor den Zombies wegrennen. 7 Zombies sind hinter mir. Also eine davon ist eine Frau. Aha. Nein, das sind nur Zombies. Nur Zombies. Ich springe gerade. Ach, jetzt sehe ich sie. Juhu. Was ist denn mit der blöden Krankenschwester hier? Eben geht doch von hinten. Und sehr knapp bekleidet, sag's halt. So ein Wackelkopf. Ich hab wahrscheinlich auch nur eine Badehose an. Ey, ihr Schweine, lasst uns in Ruhe. Die verstehen dich nicht. Nein, nein! Ach Mist. Nein, Ufo! Ist der Ufo tot? Ja. Das fängt schon gut an. Darkseid wird wahrscheinlich auch gleich tot sein. Und ich bin gleich vom Server aus Dankbarkeit runtergeflogen, oder was? Wirklich? Weiß nicht. Starting Nitrado.net, Enter World. Ja, das ist normal. Achso. Ja, da genau. Okay, guck mal, ich bin nicht so weit weg von meinem Rucksack. Darkseid müsste ja mittlerweile auch schon tot sein. Vorsicht. Nee. Ach ja. Wie ein kleines, feiges Mädchen. Aber siehst du, kleine, feige Mädchen überleben. Das sind einfach zu viele Zombies da. Ich frage mich ja auch, wo Delfino und Cello waren in dem Moment. Wir laufen die ganze Zeit zu euch. Also richtig, aber ihr seid verdammt weit weg. Ja. Ihr könntet uns ja auch mal so ein Stückchen entgegenkommen. Richtig, raus aus der Stadt, da ist sicherer. Ja. Wie weit bin ich denn jetzt weg von meinem Rucksack? Ach du Scheiße. Wahrscheinlich ist er jetzt noch hinter uns, der Uwe. Vermutlich. Also ich renne jetzt einfach Richtung meine so Rucksack-Symbole. So, Delfino? Jo. Hast du schon genügend Zeug, dass du dir einen Bogen bauen kannst? Keine Ahnung. Also du brauchst 3x Gras und 6. Waren das 6? 6 oder 7 Holzsticks. Delfino, spielst du zum ersten Mal die Alpha 11? Jo.
Extra gewartet. Mein Rucksack, das ist nie, ist meins. Nee, kannst du mitnehmen, wenn du willst. Kannst du ruhig mitnehmen, gehört uns ja an. Bloß jetzt habe ich, dann habe ich die Markierung nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Ich sehe den Rucksack dann, bei mir. Dann tracke uns. Tracke uns. Das hätte ich ja vorhin schon machen können. Delfino, auch für dich. Ja. Man muss jetzt aufpassen, den Fehler hatte ich damals auch gemacht. Die Armbrust, die braucht jetzt Leder mit, damit du das craften kannst. Der Bogen ist jetzt die neue Hauptwaffe quasi. Okay. Und da musst du Arrows bauen und keine Armbrustbolzen mehr. No. Aber wenn du einen Bogen hast, dann kann ich dir schon mal ein paar Pfeile abgeben. Also, ich noch nicht. Ich bin jetzt an dieser völlig falsch reingebackten Brücke. Ach, dann bist du doch hinter uns, siehst du? Oh. Also, du kannst auch zu uns kommen. Achso. Ach du Scheiße, jetzt muss ich durch die verstrahlte Zone durch. Was? Verstrahlte Zone gibt's hier eigentlich gar nicht. Na doch, klar, diese abgebrannte, nebelige. Oder die verbrannte Zone. Dann bist du woanders, weil wir sind ja nicht durch. Hast du einen Bogen? Er ist gerade im Entstehen, der Bogen. Ich bin schon woanders, aber ich komme in eure Richtung. Na dann schmeiß ich dir hier mal Pfeile mit raus. Da kommt irgendwo schon wieder wer. Ja, ich hab die Pfeile rausgeworfen. Habe ich sie? Jupp. Oh Gott, wie weit bin ich denn? Wieso treffe ich denn? So, warte mal, der Uwe, der müsste in der Theorie. Lass mal gucken. Ich sehe ihn nicht. Nee, der müsste woanders sein. Wir gehen weiter und verwege dich, ne? Okay. So, wir müssen jetzt aber dann langsam auf die andere Seite. Oh nein, meine Axt ist kaputt. Tja. Mach ich mal schnell eine neue. So. Dann, was ist noch neu? Es gibt Haltbarkeiten. Also, beziehungsweise Wertehaltbarkeiten. Du siehst ja unten deine Axt zum Beispiel, die hat so ein braun-graues Haltbarkeitsteil. Je höher die Stufe ist von dem Item, desto andere Farben bekommst du. Und was ich bis jetzt rausgefunden habe, grüne, also diese hellgrünen Stufen sind ganz gut. Die halten sehr viel aus. Und da ist dann auch, ich sag mal, die Wertigkeit relativ hoch. Zum Beispiel brauchst du dann halt mit einer grünen Axt 3 Schläge für einen Baum und mit so einer orangenen Axt brauchst du halt dann 8 Schläge für einen Baum zum Fällen. Also irgendwie backen hier die Zombies total rum. Die Steinaxt hat verschiedene Haltbarkeiten? Nee. Alles. Manche Steinäxte so, manche so, oder wie? Genau, das erkennst du halt dann an den Farben. Ach so. Aber das zählt für alles. Das zählt für die normalen Äxte, für Schaufeln. Wie ist es mit diesem Level-System? Man steigt ja Level auf. Genau. Wie macht sich bemerkbar? Hat man da bessere Fähigkeiten? Oder? Du kriegst. Genau, nach der Zeit bekommst du halt dann mehr Stamina und mehr Health. Achso. So. Rucksack. Nicht den Rucksack einsammeln. Ich habe einen Knüppel gefunden. Cool. So, dann schauen wir mal. Ah, hier in dem Gebiet gibt es, glaube ich, Mais. Könnt ihr euch nie finden. Na doch, du trackst uns ja, oder? Ich sehe euch aber auf der Karte nicht. Aber ein Kompass. Genau, am Kompass. Dann ist ja eine bessere Markierung. Genau, den grünen Punkt hast du dann irgendwo. Genau. Ich kann nur einen tracken. Ja, das reicht ja. Wir laufen ja schon zueinander. Genau. Den grünen Punkt, ach da. Genau, in die Richtung musst du dann quasi. Ach so, dann muss dann mein Rucksack dann doch da, weil ich bin jetzt immer in Richtung von meinem Rucksack gerannt. Den hat doch Darkseid mit eingesammelt. Ach so.
Dann ist er auf dem Kompass eigentlich trotzdem als mein Sterbepunkt verzeichnet oder wie? Das könnte natürlich sein. Dann bin ich ja völlig falsch gelaufen. So, der Dino, du bist noch da, oder? Ja, ja, ich bin da. Und so mal so ein paar kleine Zielübungen auf die Zombies. Mhm. Nein, der Polizist. Bist du schon wieder in der Stadt? Nee, hier rennt in der Totenzone. Ist ein kotzender Polizist. Die Zonen haben jetzt auch einen schleichenden Übergang. Wir gehen jetzt schleichend ineinander rüber. Irgendwie teilweise macht der Bogen gar nicht so viel Schaden, finde ich. Nee, der ist nicht so gut wie die Armbrust. Richtig, und wenn du mit der Axt drauf hast, machst du mehr Schaden. Ja, die voll, man kann damit auch gut zielen eigentlich. Normalerweise ein Kopftreffer sind sie eigentlich hinüber. Aber ja, man gut zielen. Headshot. Mhm. Ja, die Pfeile haben ja auch ballistische Kurven, also du musst quasi, je weiter er weg ist, desto höher musst du dann zielen. Und? Du läufst falsch. Oh. Wen trackst du denn? Liebe Zuschauer, merkt ihr, dass ich schon wieder gemobbt werde? Wen trackst du denn? Ich track dich. Mich? Ja. Ah. Weil da die Überlebenschance am höchsten ist, dachte ich mir. Ich bin sogar schon einer Biene entkommen. Nicht, dass er jetzt auf einmal irgendwo über dir auftaucht. Das könnte sein. Die Bienen sind, glaube ich, noch dümmer geworden, als sie schon waren. Dümmer? Ja, ich hatte letztens eine Biene, die hat ewig gedauert, bis sie mich angegriffen hat. Ganz, ganz, ganz lange. Hast du dich halt nicht in ihr Territorium vorgewagt? Das könnte auch sein. Eine Biene ist ja quasi ein territoriales Verteidigungssystem. Ja. Eine Drohne. Muss nicht ferngesteuert. Klar, die Biene wird von Gott der Zombies ferngesteuert, bestimmt. Oh, die Glut, wie schön. Wie schön es hier vor sich hin klimmt. Und guck mal da an, brennender Poker. Ich finde ja auch diese Höhlen, die es jetzt gibt, richtig cool. Ich war nur einmal ganz kurz in der Höhle. Also irgendwie... Ich bewege mich immer noch Richtung grüner Pfeil und bin immer noch in der Todeszone. Na gut, wir bewegen uns ja auch, das ist ja auch das Problem. Was war denn mit dem jetzt nicht in Ordnung? Ihr seid wieder am Looten, wa? Immer. Hättet ihr schon zu dritt oder noch zu zweit? Wir sind noch zu zweit. Hier ist noch so eine Höhle. Da wäre Kohle und so ein Zeug, also schon mal nicht schlecht. So, jetzt erstmal übers Wasser. Mhm. Auch so eine fliegende? Ja. Ja, du, nächstes Mal musst du Darkseid aber ein Headset geben. Ja, das Problem ist, die hat ja ein Headset, aber wenn das aktiviert wird, dann haben wir die ungefähr viermal auf den Tonspuren mit drauf. Na, aber nur, weil du über Boxen hörst, oder? Nein. Nee? Nee. Weil komisch. Das wäre jetzt quasi einmal in der normal aufgenommenen Spur wäre das drin, dann würde es dadurch, dass sie ja... Ach, weil zwei Mikros das aufnehmen dann? Genau, na insgesamt wären es dann drei Mikros. Ah, okay. Der blöd, lass immer eine Lösung einfallen. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, dass ich sie irgendwie ins Schlafzimmer oder so verfracht. Naja, warum nicht für so eine Aufnahme? Oder wenigstens in der Küche. So. In der Küche habe ich keine Sitzmöglichkeiten. Ach, Shadow. Hast du auch nur ein... Ach nee, du hast ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Ja. Was, wir müssen dem UFO begegnen? Ja. Der UFO, da kommt er! Er kommt von rechts! Wo ist der UFO? Er kommt! Wo seid ihr? Ah! Wo ist er? Hi! Zielübung. Oh, und hier ist er. Endlich, kaum sehe ich euch, scheint die Sonne wieder. Hi! Hallo! So, und von da vorne müsste Darkseid jetzt dann gleich kommen. Juhu. Also hier hätten wir ja eigentlich einen recht zentralen Punkt, ne? Ja, ist nicht schlecht hier. Da drüben kann man halt Eisen und Beton holen. Ja.
Wie sieht denn das aus mit Schlafsäcken? Ich produziere schon mal ein paar. Ach, wegen einem Stoff. Also einen Schlafsack hätte ich für jemanden. Wer möchte einen? Ich mach mir selber einen. Okay, Delfino? Ah, also ich habe eine Menge gesammelt von diesen Fragmenten und so. Oh, was war denn das für ein Geräusch? Level up war das. Oh, cool. So, ich stelle meinen Schlafsack hier schon mal auf. So. So, dann mache ich erstmal hier die Gegend ein bisschen sauber. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. So, jetzt habe ich auch einen Schlafsack. Holzfällen, Steine schlagen. Das Übliche. Und dann machen wir hier einfach mal so eine kleine Zwischenbasis, bis wir uns ein Gebäude zusammenbasteln, würde ich sagen, ne? Jawohl. Ich habe schon mal für Essen gesorgt und einen Kanicke getötet. Sehr schön. Ja. Ich finde, wenn es nach mir ginge, könnten wir auch wirklich hier unsere, überhaupt unsere Basis machen. Wir waren bis jetzt immer in irgendwelchen Städten oder haben welche fertige Häuser benutzt, die schon da waren und die ausgebaut. Okay, also wollen wir jetzt hier von Grund auf was Neues bauen, sagst du? Ja. Das wäre mal was anderes, ja. Okay. Na, wir hatten es ja damals in der ersten Staffel schon mal versucht. Es gibt ja dieses Prinzip, was ich bei meinem Let's Play auch habe, wo du auf vier Stützpfeilern eine Platte baust. Da vertraue ich aber nicht so viel drauf, weil wenn einer der Stützpfeiler da mal weggeht, dann fängt nämlich die Bude an einzukrachen. Hm. Oh, was ist denn mit dir? Fall doch einfach tot um. Ich treffe diesen blöden Hirsch nicht. Ein Hirsch, den musst du 6 Mal mit Pfeilen treffen. Ah ja. Die halten richtig aus. Ja, und der bewegt sich auch ständig. Hallo, ich würde gerne looten, Wutze. Also, falls einer Durchfall hat, ich habe da schon mal so ein Mittelchen gegen. Noch nicht. Nein, noch nicht. Ich höre noch ständig irgendwo die Zombies schreien. Ja, ich brauche auch eine Kiste. Wir brauchen Kisten. Oh, ich höre ein Schwein. So, oh, die Folge ist schon 22 Minuten. Na gut, ist die erste. Wir müssen beenden. Ja, dann würde ich sagen, dadurch, dass wir uns gefunden haben, haben wir ja schon mal den Grundstein gelegt. Genau. Richtig. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen. Genau, lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Die Gegend ist schon mal sehr geil. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.